Spannung fing im Juli an, wo wir schon mal so Ziele rausgeben mussten, wo der Fernzug eventuell hingehen sollte. Da wurden drei Ziele benannt. Das war Frankfurt als erstes, danach Kassel und Bietigheim. Und das wurde dem der DHL gemeldet und dann ist es, ist es Frankfurt geworden. Der erste Tag war Wahnsinn. Wir hätten nie mit so einem Ansturm gerechnet. Am ersten Tag sind 330 Karten in etwa rausgegangen. Wir haben so mit 200 gerechnet, weil das Ganze ja auch ein bisschen mit gepusht wurde, mit einer Freikarte für ein Spiel hier zu Hause. Es war absolut Wahnsinn. Aber wir hatten es gut hingekriegt und konnten sogar noch ein bisschen von den Spielen mitgucken. Hervorragend. Also ich habe nie und nimmer damit gerechnet, eine derartige Anzahl an Fans in Frankfurt begrüßen zu können oder sehen zu können, und dass der Zug restlos ausverkauft war, für mich phänomenal. Die Idee ist entstanden zur Aftergame-Party hier, zum Heimspiel gegen Weißwasser. Da ist mein Werner Kollege, was der Mulle ist, wie so oft in kurzen Hosen erschien. Und da hat der Ronny Hungermann die Idee gehabt, einen Motto-Fahrt draus zu machen. Und der hat den Vorschlag gebracht, Sommermotto, und dann ist daraus entstanden, dass wir alle in kurzen Hosen kommen wollen. In diesem Sinne auch nochmal, Ronny, danke, dass du auch in kurzen Hosen erschienen bist. Feigling, ja. Aber sagen, dieses Jahr fand ich das schade, weil die Leute so versetzt am Bahnhof gestanden haben. Also es war nicht so die eine Gruppe zusammen und man ist nie zusammen zum Zug gegangen, sondern es war halt alles so einzeln und jeder ist so für sich zum Zug gegangen. Das fand ich, ist ein bisschen untergegangen. Das war die Jahre zuvor irgendwie anders. Ich nehme eine Aufgabe, die Leute. Der Verein Sophia, es stört ja auch Korken setzen. Also, deine Brille mit, dass du einen Durchblick hast. Mal gucken, ach, da müssen wir eigentlich hin. Keine Presse, keine Presse. Ein jährliches Wiedersehen, Sonderzug der Dresdner Eislöwen. Wie viele Fans haben sich angemeldet? 585. 585, so viel wie noch nie, oder? Ja, ne? Nein, 585 Anmeldungen, mit allem drum und dran sind wir, mit Catering-Personal sind wir bei über 600 Leuten, die heute nach Frankfurt fahren. Okay, sicherlich ein sehr hoher organisatorischer Aufwand, oder? Ja, wir haben schon einige Tage daran verbracht, richtig. Und seit wann bist du heute auf dem Bein? 5:30. Ja, also, ja. Ich hoffe morgen früh 5:30 auch noch. Das wird heute sicherlich ein Riesenfest, oder? Ja, mit Sicherheit. Na dann. Liegt ja an euch, ne? Immer. Alles klar. Ja, also wir haben uns am Anfang ja getroffen, gegen 7 Uhr haben wir uns am Hauptbahnhof getroffen. Da stand auch schon der LKW von Freiberger da mit den ganzen Fässern Bier. Wir hatten ja 55 Fässer Bier mit an Bord und Cola und also alles, was mit musste. Und Fadi natürlich nun auch in den Fahrstuhl rein mit dem Bier und mit einmal versorgte der Fahrstuhl, und es war Sense. Er stand dann drin. Tja, dumm gelaufen. Und dann gingen die Türen nicht mehr auf und da konnte man dann auch den Fahrstuhl nicht mehr nutzen, mussten dann Fans wieder zusammentrommeln, um dass sie uns dann einzeln die Fässer Bier auf den Bahnsteig hochschleppen.
An sich ist es halt wirklich dieser eine Moment in der Saison, wo alle Fans dann wirklich zusammenkommen. Wir sind dort in diesem Zug zusammen, der schon sehr zerranzt ist und keine Ahnung, aber das ist halt die Atmosphäre, die wirklich Spaß macht, mit den Leuten zusammen zu feiern. Ich muss mir erstmal was zurechtlegen. Mut an Trinken. Macht ihr da auch, oder? Ja, mit Wasser. Kann losgehen? Ich seh dich nicht. Also so, die Damen, wie ist die Stimmung nach Freitag? Ja, nach Freitag. Haben wir schon vergessen. Wir fahren heute zum Feiern. Das macht doch richtig. Was trinkt ihr? Prosecco. Und euer wievielter Sonderzug ist das? Der 6., 7. Klingt gut. Und was denkt ihr, wie geht das Spiel heute aus? Sieg. 4-3 für uns. Läuft. So, jetzt gibt's eine Banane. Wollt ihr wirklich eine haben? Das Zeug nicht los. Nee, danke. Ich leg trotzdem zu. Die Linda sitzt auch mit dir, oder? Ja. Da leg ich schon zwei Bananen hin. Da leg ich zwei Bananen hier hin. Ja. Siehst du mich schon? So, liebe Zuschauer, wir sind im Abteil, wo Lektüre die Nummer 1 ist. Vermuten mal ganz stark, hier sitzen ganz ältere Leute. Mit den ältesten Fans der Dresdner Eislöwen. Wir wollen mal schauen, wer dahinter sitzt. Entschuldigen Sie, können Sie mal ganz kurz die Zeitung mal rübernehmen? Ja, schönen guten Tag und Sie mal auch hier. Ja, das sind, wie gesagt, mit einer der humansten Fans überhaupt. Ja, nee, das ist richtig, Herr Attila. Auf jeden Fall. Ja, freut ihr euch schon auf die Sonderzugfahrt? Naja, ich denke schon. Wie immer, es ist das Highlight des Jahres. Wie habt ihr euch vorbereitet? Was habt ihr mitgebracht? Alkohol und viel Lust zum Feiern. Das Gleiche. Können wir vielleicht euch mal in euren Taschen mal kurz reinschauen, eventuell mal? Das willst du nicht. Wollen wir das? Ich würde sagen, ja, wir machen das. Also, ich würde mal sagen, Taschenkontrolle jetzt. So, zeigt mal, was habt ihr denn so alles so Schönes, was Feines dabei? Oh, lecker. Das ist Frühstück. Mittag und Abendbrot. Und ihr habt sogar das Trennbier mit. Und Brötchen. Zeig mal, was habt ihr noch für Brötchen mit? Mach mal auf. Das sind so Nachschebrötchen. Nachschebrötchen. Hast du Schnitzel. Okay. Kartoffelsalat. Sehr gut. Brötchen. Sehr gut. Wunderbar. Und Zigaretten habt ihr noch mit? Ja. Und wie sieht's aus mit 6 im Sonderzug? Nee. Wir sind Brigitte. Sehr Brigitte. Zu welchem DL2-Verein wechselt Kussbär? Keine Ahnung. Ich bin leider ein paar Wochen jetzt die Bayern. Der wechselt zu gar keinem DL2-Verein. Warum nicht? Weil der nur eine Aussicht auf DEL hat. Nee, weil der uns. Der so, und jetzt, wie kommst du jetzt aus der Nummer raus mit der Banane? Du willst eine Banane haben? Hm, hab ich gerade gesagt, weil der uns liebt.
Hat sich verdient? Ja. Der Betrieb hat es recht gehabt. Na komm. Gut, wenn es auch klebt, dann musst du heute mal neue geben. Also ehrlich. Welche? Komm, du darfst eine rausnehmen. Franzi, Banana. Du schon noch reinbeißen? No. Herr Chef, Fanbeauftragter Lars Stuhmann, was ist seriös? Hans-Jürgen Ganzauge. Herr Stuhmann, das wievielte alkoholische Getränk haben wir gerade zu uns genommen? Das dritte? Was gibt's für ein leckeres Getränk? Tequila Sunrise. Herr Hansel, wo ist der Whisky? Im Rucksack. Psst. Psst. Er darf es nicht wissen. Das darf ich nicht verraten. In der Glasflasche? Natürlich nicht. Vorbildlich. Andere Glasflasche wahrscheinlich. Im Flachmann. Attila, willst du ein Uso haben? Ja, produziert Stau. Ja, eventuell. Wir haben alle Durst. Naja, weil wir eine Thermoskanne mit Uso mit haben und das. Der ist ja auch noch Mitternacht noch auf der Rückfahrt noch eiskalt mit Flocken. So, und dann? Stößchen! Stößchen! Prost, Tata! Nett wie Schnacke! Er könnte außenrum laufen, wisst ihr das? Hält die Schnacke, wenn du. Was ist denn das für ein langlotscher Bandpfleger unter der Kamera? Entschuldigung, rein ihn! Tschüss, geht Toto! Außenrum, bitte! Oh, herrlich! Herrlich! Geht gut weg! Eigentlich die 600 Mann, die mitgefahren sind. Weil welcher Verein schafft es, ne? 600 Leute zu mobilisieren und zu sagen, kommt, wir fahren einfach mal mit dem Zug. Das ist einfach mal Weltklasse in Dresden. Ich bin richtig fasziniert, habe so eine Sache selbst noch nie miterlebt. Ich habe es mal mitbekommen, dass ein Sonderzug bei meinem Vorgängerclub organisiert wurde, aber der ist bei weitem nicht vergleichbar mit dem, was ich erlebt habe. Das Highlight waren eigentlich die vielen, also dass so viele waren, so richtig mit. So ein schöner langer Zug passt ja gar nicht auf den Bahnsteig in Frankfurt, wo man ja denkt, es ist eine große Stadt. Und das war eigentlich mit Highlight, ne? Das Highlight, der Uso im Abteil. Ein Highlight waren definitiv zwei Partywagen. Das hatten wir erst einmal, aber da war auch bloß einer bewirtschaftet. Diesmal haben wir zwei gemacht mit getrennter Musik und mit Bewirtschaftung. War notwendig aufgrund der Anzahl der Mitfahrer und ja, das denke ich war ein Highlight. Fiesta Mexicana, heute gebe ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt 14 Kilo, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier, feier noch einmal mit mir, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst. Adio, adio Mexiko, ich komme wieder zu dir zurück. Adio, adio Mexiko, ich grüß mit meinem Sombrero, te quiero, ich hab dich so lieb. Fiesta Mexicana, auf der kleinen Plaza, da lacht man und singt. Fiesta, Fiesta Mexicana, wenn zum letzten Tanz die Gitarre erklingt. Juanita, Pepe, ja die zwei sagen noch einmal goodbye, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil das bunte Leben die Liebe zu uns bringt. Viele Möglichkeiten. Manche haben gelesen, manche haben auch einfach die Zeit mal genutzt, die Ohren zuzumachen. Dann hat es welche gegeben, die Kreuzworträtsel gelöst haben, dann haben welche Skat gespielt. Also dann hat man sich gegenseitig in den Abteilen besucht. Also ja, gab es viele Möglichkeiten. Ja, und dann halt auch Partywagen. Also was ich diesmal toll fand, war, dass der Zug sehr gemischt war vom Publikum her. Also ich schätze mal, das Durchschnittsalter des Zuges lag irgendwo bei 40, würde ich fast behaupten.
Die anderen Jahre lag er weit, weit unter 40. Und ja, dementsprechend wurde halt auch die Zeit sich vertrieben. Es wurde halt nie alles auf den Partywagen gelegt. Es wurde halt auch viel Skat gespielt oder ähnliches in den Abteilen. Toll, soll jeder machen, wie er will. Ne? Also ich wollte eigentlich im Abteil bleiben, habe es leider nie geschafft. Ne? So habe ich den ganzen Zug durchwandert. Bin öfters mal hängen geblieben in den ein oder anderen Abteil. Was mir dann auf der Rückfahrt zum Verhängnis geworden ist, ich musste dann irgendwann auch mal eine Stunde schlafen. Dass ein sehr, sehr guter Freund von mir seine, ich zitiere, seine Eier im Zug verloren hat und alle anderen, wenn die gefunden werden sollten, beim Lokführer abgeben sollen. Hier, so groß. Diplomatisch, es wird schwer. Ich hoffe 3-2 für uns. Gut, nächstes Mal fahren wir. 4-2 für uns. Also bisher gute Tipps nach dem Spiel vom Freitag. Weiter geht's. 3-2 nach Verlängerung. 2-1 für uns. 5-1 für uns. Ah, sagen wir 2-1. 2-1 auch. Das Ergebnis von heute. Ach so. Oh, das wird schwer. Sammy ist nicht dabei. Der Peter Macholda ist nicht dabei. Nach dem letzten Spiel, wo sie sich so ein bisschen schwer getan haben. Also, ja, also, wir haben das erste Spiel in Frankfurt gewonnen. Die Frankfurter waren bei uns. Ich kann nur eigentlich nur hoffen, dass die Frankfurter ihre Top-Spieler, dass die auch wie ein bisschen beschädigt sind. Und dann, naja, können wir vielleicht, wir sind pünktlich losgefahren, es könnte vielleicht doch mit einem Sieg enden. Aber es wird schwer, es wird sehr, sehr schwer. Zu 2 für die Eislöwen. Ich tippe auf 4-3. Und du musst natürlich wieder aus dem Rahmen fallen. Ja. 3-2, das wird so ausgehen. Das ist ein Video von... Die Module spielt verrückt, denn wir sind total verrückt. Voller Liebe eingesteckt, nur ein Gefühl. Die Gefühle müssen raus, voll auf Liebe mit Gefühl. Die Presse. Hier kommt Slope, der Flutlicht, komm mal ran hier. Scheiße. Oh Gott. Ich darf gar nicht hier sein. Wir mussten schon wieder die Flasche umfüllen. Ich will die Ey, genau, wollt ihr einen Schluck trinken? Ja, ihr habt doch Durst, oder? Kurze Alkoholkontrolle bei unserem größten Fan heute am heutigen Tag. Wie schmeckt die Cola? Lecker. Freust du dich auf das Spiel? Ja. Ist das dein erster Sonderzug, wo du mitfährst? Ja. Das ist schön, dann viel Spaß heute noch. Buddy! Ja? Wie ist es so? Einwandfrei. Wir sind sehr zufrieden. Das läuft. ESC! 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 Taschenkontrolle! Nein! Wir haben keine Tasche. Wir haben keine Glastasche. Das muss auch sein, genau. Und endet einmal fest
Knochen zu sich nimmt. Ich bin mal kurz hier. Heute mit dem Fanrad. Komm mal her. Oh. Ich will mal dazu sagen. Ja, 15 Euro von vorne aus. 15 Euro ist der Preis. Und so, von hinten. Highlight. Das ist immer noch von vorne, sondern nicht von hinten. Dreh dich mal rum. Was hast du gesagt, von hinten? Und ich habe mich deswegen nicht rasiert, weil wir auf Raubzug sind. Und Raubzüger haben immer... Wir müssen jede Menge schneiden hier, glaube ich. So, vor uns sitzt Jetze, davor Gesetze, der Chef des Fanclubs Rohrdesigner. War auch langjähriger Sponsor der Dresdner Eiswölfen. Jens, stell dich mal kurz vor für die Zuschauer, die dich nicht kennen. Ich bin Jens Josef, fahre hier das 9. Mal mit im 9. Sonderzug und wir haben als Fanclub wieder beschlossen, eine Aktion zugunsten der Dresdner Eiswölfen durchzuführen, im Besonderen für Feodor Bojarschinow. Wir haben dieses Mal eine Aktion gestartet, dass wir eine Autogrammkarte mit dem Spieler zusammengestaltet haben, die es so auf dem Markt nicht gibt, und werden dieses Warm-Up-Trikot, was auf der Autogrammkarte auch trägt, dann als Hauptpreis verlosen. Hier im Zug gibt es die Möglichkeit, für 3 Euro ein Los zu erwerben. Wenn man 2 Lose nimmt, kostet das dann nur noch 5 Euro. Und wir haben 15 attraktive Preise mit unseren Freunden und Partnern gewinnen können. Ich bin zu weit gelaufen. Mein Guter. Geh mal Bier holen, denn ich mein. Ja, da haben wir festgestellt dieses Jahr, das ging nicht so gut. Wir hatten, glaube ich, am Ende 12 oder 13 Fässer Bier in dem einen Wagen und, glaube ich, 8 Fässer bei uns. Aber da bin ich mir sicher, müsste man mal den Fanrad nochmal fragen. Aber generell waren nichts Getränke, sprich Diesel oder sowas oder Radler, mehr gefragt dieses Jahr als die letzten Jahre. Da hatten wir auch ganz schöne Engpässe. Stay.
Stimmung! 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 War natürlich spannend, weil direkt, ich bin relativ weit vorn mitgelaufen, direkt vor uns zwei Streifenwagen der Polizei, die uns begleitet haben, den Weg freigemacht haben. Große Kreuzung, Hauptstraße, ich weiß gar nicht, war das eine Bundesstraße? Keine Ahnung. Straßenbahn, alles da, es war reger Verkehr. Ja, da kommt man eben Dresden vorbei und legt den Frankfurter Verkehr lahm. Nee, war natürlich genial, also musste sein. Also. Fahrt hierher? Geil! Party! Und die ersten Eindrücke hier von der Halle? Scheiß Platz!
scheiß Platz hier. Was stört am Platz? Das kotzt mich an hier. Wir sehen nichts. Wir werden hier oben abgeschoben, wie immer. Wir sind hier nicht willkommen, ganz einfach. Wir wollen hier runter in die Kurve. Das wäre unser Platz, genau. Danke. Willkommen aus Frankfurt hier im Gästeblock. Nachdem es mehrere Probleme gab mit dem Megafon und es leider draußen bleiben musste, geht es also heute ohne Megafon hier. Ja, also generell ist es natürlich immer schade für eine Fanszene, wenn es irgendwo Beschränkungen gibt in irgendwelchen Sporthallen. Ja, ich meine, wir sind beim Eishockey und das geht ja in vielen Hallen leider schon so, dass es überall Beschränkungen gibt, was Fahnengröße angeht, was Stoffe angeht, Megafone. Ja, das ist natürlich auch für alle sehr nervig, weil wir sind ja nicht beim Schach oder beim Halm oder beim Tischtennis, ja, und wir hatten vorher, wussten wir schon, dass es bestimmte Beschränkungen gab und auch das Problem mit dem Megafon, weil ich immer denke, das sollte eigentlich auch so ein Grundausstattung sein, die eigentlich in jedes Stadion reingehört. Ja, ich mach das ja schon jetzt seit Jahren und es gab eigentlich schon nie irgendwo Probleme, selbst dort, wo es eigentlich verboten war, gab es jetzt immer Lösungen. 56 Dresdner sind hier im Block vertreten. Akustik ist eigentlich spitze hier. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir die Punkte heute nach Hause holen, ja, und dann mal einfach dann gemeinsam feiern können. Ansonsten, Adi, ich hab dich übelst doll lieb. Alles außer Dresden, weißt du Bescheid, ja? Und auf 3 Punkte, es kommt gleich die Löwen. Die stehe ich eben schon am Eingang. Geht los, so. Ich habe jetzt hier mal ein paar Frankfurter am Mikrofon. Und sie werden jetzt mal kurz die Eindrücke schildern, wie wir als Dresdner, als Nauheim-Freunde hier in Frankfurt empfangen werden. Ja, das hatte sich schon erledigt, als ihr vorhin gesungen habt, wir sind eine Vorstadt von Nauheim. Genau. Seitdem seid ihr bei uns unten durch. Nee, Spaß beiseite. Ich finde so eine Aktion geil, so Sonderzüge generell. Macht Spaß und je mehr Fans vom Gegner da sind, umso bessere Stimmung ist in der Halle. Und dann lassen wir uns heute einfach mal ein richtiges Fest hier feiern, oder? Aber mit 3 Punkten für uns und dann ist gut. Genau. Darüber lässt sich noch streiten. Aber wenn die Kamera aus ist. Kamera aus! Hallo Herr Poppisch. Servus. Der Sonderzug ist da aus Dresden. Wie ist es so, wenn man so viele Fans sieht, die mitkommen? Ja, ist sowieso mal bombastisch. Gerade hier heute noch in der Halle, die sowieso mal voll ist und dennoch mit so vielen Fans im Rücken, ist gigantisch. Auf alle Fälle war es eine sehr schöne Fahrt. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Fahrt hierher. Na ja, unsere war ein bisschen beschwerlicher, weil sehr viel Stau war, aber das ist egal. Jetzt sind nur noch die Emotionen gefragt. Jetzt ist nur noch diese Leidenschaft, Kampf und da ist es egal, wie die Anreise war. Ja, Mannschaft geht's gut? Gibt es irgendwelche noch Informationen kurz vorher? Alle fit, oder? Leider ein paar negative Informationen, weil Stefan Chapuis ist leider ausgefallen, Chris Speer ist ausgefallen und Sven Ziegler musste kurzfristig nach Berlin. Okay, das ist natürlich nicht gut, aber trotzdem. Aber wir halten zusammen und dann wird er noch was geben. Das machen wir. Okay, dann viel Glück. Danke. Jörg, du als großer Biertapfer im Sonderzug der Dresdner Eislöwen, wie viele Liter Bier sind auf der Hinfahrt geflossen? Ungefähr, schwer zu sagen, 600 Liter. Im Vergleich zu den Vorjahren mehr? Etwas weniger. Weniger? Ja, bei mehr Leuten? Ja, etwas weniger. Nicht so durstig heute. Das holen wir auf der Rückfahrt auf, oder? Mit Sicherheit. Was erwartest du vom Spiel? Nach der Klatsche letzten Samstag, am Freitag, heute Sieg, ganz klar. Danke. Jörg, viel Spaß noch. Euch das Gleiche. So, wir hatten jetzt Gespräche Dresden auf dem Hauptbahnhof. Jetzt sind wir hier in Frankfurt in der Eishalle. Wie schmeckt das Bier? Immer noch gut. Es ist jetzt Licher. Natürlich nicht so köstlich wie das Freiberger. Nein, alles schick. Der Block ist schön gefüllt, wenn man so schaut. Wie zufrieden bist du mit der Blocksituation hier in Frankfurt? Kann ich aktuell noch nicht abschätzen. Ich war jetzt noch nicht gucken. Es sieht ziemlich eng aus. Es wird wohl extrem eng. Und sonst die Gastfreundlichkeit der Gäste, der Gastgeber? Alles schick, also bislang alles gut. Gibt's nichts zu sagen, alles passt alles. Dann hoffen wir mal.
Hoffen wir mal, dass es so bleibt, oder? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also Pils gibt's, also alles gut. Was sind ja nur kleine Bier? Ja, wie wir es gewöhnt sind, ne? Also, nee, im Osten sind wir, hallo, im Osten sind wir große Bier gewohnt. Setz deinen Hut auf. Hab ich nicht mehr. Warte. Weil ihr so zahlreich hier heute in Hessens schönste Eishockeystadt gekommen seid, habt ihr auch euren Stadionsprecher mitgebracht, der euch jetzt die Mannschaftsaufstellung vorliest. Danke, Philipp. An der Stelle erstmal ein herzliches Hallo Frankfurt. Auf jeden Fall danke an die Löwen Frankfurt für die Organisation, die das hier heute ermöglicht hat. Und an dieser Stelle, wir haben uns schon im Sonderzug gesehen. Wesentlich angenehmer, muss ich sagen. Frankfurt, das war alles ein bisschen steif. Hat vielleicht auch damit zu tun mit unserer Fanfreundschaft mit Bad Nauheim, weiß nicht. Das können die Frankfurter selber beantworten. War natürlich trotzdem phänomenal. Unsere Jungs und Mädels da oben im Gäste-Fanblock, da hinten irgendwo in die Ecke gedrückt, war natürlich unüberhörbar. Da kann Frankfurt sich noch ein bisschen was abgucken. War okay, muss man schon sagen. Da war es auch gut laut. Generell müssen wir ja sagen, Frankfurt, schlechte Stimmung. Ja, da waren wir schon alle sehr enttäuscht. Das zweite Drittel war dann nicht so dolle. Ja, da wurde bei dem einen oder anderen doch schon so ein bisschen, der Frust kann man nicht sagen. War doch schon ein bisschen erschöpft wahrscheinlich und auch ein bisschen enttäuscht. Aber am Ende muss man schon sagen, mit dem Kader, mit dem wir dort waren, haben sie sich ganz gut verkauft. Und im Drittel hatte dann jeder mitbekommen, gerade die letzten 10 Minuten dann. War das wieder ein sehr guter Auftritt und ja, wie gesagt, es gab schon schlechtere Auftritte, es gab auch schon bessere Auftritte wie Bad Nauheim, da haben wir natürlich auch gewonnen, aber generell sagen, müssen wir zufrieden sein mit der ganzen Veranstaltung dort und die Stimmung ausgezeichnet, Freunde von mir waren natürlich in Frankfurt, haben gesagt, so eine Stimmung hätten sie von Auswärtsfans noch nie erlebt. Also Komplimente rundum, nicht nur an die mitgereisten Fans, auch an den Fanrat und an alle Leute, die
direkt oder indirekt bei dem Projekt involviert waren. Die Stimmung war genial und ich konnte dann von rundherum auch beobachten, wie die Frankfurter Fans oder so, die ringsherum, dann mit den Dresdner Fans mitgeklatscht haben. Wir haben gesungen und gefeiert und die haben mitgemacht. Also das. Also es hat alles geklappt, das, was man sich wünscht, hat man auch nicht jedes Jahr und das ist eigentlich wichtig, der Erfolg des Projekts. Ja, sportlicher Erfolg wäre gut, war diesmal nicht, war letztes Jahr, war diesmal nicht. Sie war sehr feuchtfröhlich, wenig Platz, man brauchte also keine Angst haben, dass man erfriert im Zug. Wir sind dann, der Toni Raubal und ich sind dann etwas früher uns schlafen legen gegangen und waren dann ganz erschrocken, dass wir den Zug, also den Bahnhof verpasst haben, aber da standen wir anscheinend vor Leipzig anderthalb Stunden und haben uns dann nochmal eine Stunde aufs Ohr gelegt, aber wie gesagt, das war ein tolles Erlebnis. Feuchtfröhlich? War natürlich, ich glaube, das Sportliche steht ja erstmal im Hintergrund bei so einer Fahrt. Klar, wäre es schön gewesen, wenn wir gewonnen hätten, war in Bad Nauheim letztes Jahr auch der Fall und war noch nicht so. Die Jungs haben trotzdem gekämpft, Stimmung war trotzdem super, also trotz der Niederlage. Ging bis früh am Morgen, bis wir irgendwann in Dresden wieder aufgeschlagen sind, bei Schneetreiben und kalten Gleisen auf dem Bahnhof. Was mit dem Nudelsalat? Ich hätte gern was. La. Ich kann sie das gerade geschlagen. La. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Mond schlaf auch zu. Ja, es ist, man kann es verstehen irgendwo, aber irgendwo ist es was Negatives. Also es wird da gezogen damit, man geht davon aus, aber irgendwie kann ich es so verstehen. Zwei Tage später geht es weiter, kleiner Minikader, kann man nachvollziehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es im ersten Moment gar nicht so mitgekriegt, dass die gar nicht mit dabei gewesen sind. Ich habe das dann erst später durch Sagen mitbekommen und ich fand es jetzt nicht schlimm, weil das ist für mich nicht der Hauptkernpunkt, dass ich da mitfahre. Naja, also für mich also ist es nicht so schlimm gewesen, da ich nie so der Partymensch und dann meistens auch schlafe rückzu, aber für andere vielleicht, also für mich war es nicht so schlimm. Und die haben ja auch in den nächsten zwei Tagen wieder das nächste Spiel gehabt und müssen sich ja auch regenerieren, trainieren. Was ich nicht schön fand, ist, dass so kurzfristig die Mannschaft abgesagt hat, dass die nicht mitgefahren sind. Es hätten zumindest 3 bis 4 Spieler mitkommen können. Und wir haben einen Fanspieler, den Feo,
Und das wäre schon schön. Und wenn wenigstens Herr Popisch den Spielern angewiesen hätte, dass sie 2 Stunden im Sonderzug mit vor dem Partywagen sein könnten, wäre das auch für die Fans gewesen und das Erlebnis für die Fans. Das war letztendlich auch eine Absprache zwischen Thomas Popisch und mir. Die Entscheidung hat natürlich er getroffen. Ich habe ihm auch vollends Rückendeckung gegeben. Das muss man einfach verstehen. Weil wenn man alle 2 Tage spielt, braucht man eine gewisse Regeneration. Und die hätten die Jungs nicht gehabt. Klar, für die Fans enttäuschen. Vielleicht könnte man sich überlegen, sowas im Anfang Januar zu machen. Das heißt, wenn also nicht gleich einen Tag später das nächste Spiel stattfindet, dass man da vielleicht einen Termin findet, damit die Spieler auch mitfahren können. Also grundsätzlich sagt der Thomas nie Nein zu so etwas und ich natürlich auch nicht. Aber wenn alle 2 Tage ein Spiel ist und jetzt wir praktisch 10 Spiele in einer kurzen Zeit haben und es geht um viel, dann muss man einfach dafür Verständnis haben, dass die Jungs die Regenerationsphase brauchen und natürlich auch ein paar Stunden früher im Bett waren. Ein Wort, geil. Was anderes fällt einem dazu nicht ein. Wer nicht dabei war, hat was verpasst. Was mich gewundert hat, was ich nie wusste, was der Lars wusste, war zum Beispiel, dass der Bahnsteig in Frankfurt zu klein sein wird. Das war mir so nicht bekannt, hat mich auch sehr verwundert. Ja, aber ansonsten lief das eigentlich alles ganz gut ab. Wir hatten auch logistisch jetzt wenig Probleme. Problematisch war auf der Rückfahrt, dass es geschneit hat. Und wir erstens die Probleme in Leipzig hatten, wo halt die Weiche nicht ging. Und wir eine Stunde oder anderthalb Stunden dort verloren hatten. Einfach toll. Also das, was ich auf der Rückfahrt erlebt habe. Ich fand das Verhalten der Fans super. Wir haben nur Lob bekommen, auch von der Polizei, mit der ich gesprochen hatte in Frankfurt. Der Sonderzug dann anschließend am Bahnhof. Die Polizisten waren sehr entspannt. Die haben gesagt, damit haben sie nicht gerechnet. Weil wenn es heißt, Dresden kommt, ist ja in allen Stadien erstmal Alarmstimmung. Aber wie gesagt, Chapeau und großes Kompliment an die Fans und die Organisatoren. Herr Schnabel war gut dabei, gut gefeiert mit uns. Bei der nächsten Zugfahrt müssen wir unbedingt Rührei und Speck an Bord haben. Dann ist auch Volker Schnabel noch glücklicher. Also Frauen waren genug da, ne? Davon mal abgesehen. Aber eben halt, du musstest manche eben halt, ne? Getränketechnisch wieder betrachten. Ne? Die wurden dann nach und nach auch schön. Es gab welche, die waren gut und es gab welche, die wurden nach und nach schön. Was ich toll fand, war, wie diszipliniert am Anfang das auch alles ablief, sodass wir wirklich in Ruhe die Tickets verteilen konnten für Frankfurt dann. Alles top, also da muss ich auch mal ein großes Lob an die Leute weitergeben. Was auch noch absolut positiv zu benennen ist, ist das Team Nordkurve, die den Partywagen 2 bewirtet haben, bewirtschaftet haben. Also Wahnsinn, was der Christian und die Romy und die anderen Leute dort bewerkstelligt haben. Die sind ja wirklich von früh an bis zum nächsten Früh in dem Partywagen gewesen und haben dort Bier ausgeschenkt. Also Wahnsinn, kann man so wirklich nur Danke sagen. Oh, du, da kann ich mich noch gar nicht darüber äußern jetzt. Weiß ich noch nie, was für Mannschaften da irgendwo noch dazukommen oder da möchte ich jetzt mich nicht dazu weiter äußern. Ich würde gerne nach Bietigheim fahren, also in die neue Halle. Wenn das in Kassel wäre auch gut, sage ich mal. Also da hatten wir mal ein Pokalspiel, das war gut. Aber das wäre auch ein gutes Sonderziel. Nee, eigentlich ist es mir das Ziel egal. Hauptsache es gibt wieder einen Sonderzug, weil das ist echt eine tolle Sache. Es gibt eigentlich nur 2 Ziele, es ist Kassel oder Bietigheim. So Kassel fast zu kurz für so eine Fahrt, aber Bietigheim, wow. Da bist du wieder ewig unterwegs und ich sag mal, wir kriegen halt wirklich in den Zug dann, oder wir kriegen dann irgendwann logistisch ein Problem, wenn wir früh um 3 den Zug beladen wollen. Na, nee, mir macht das nichts aus, da bis ich 36 Stunden unterwegs zu sein, das wäre mir relativ egal, aber früh um 3 den Zug zu beladen, boah, wo willst du das Zeug herkriegen? Na, wer steht da früh da? Na? Aber ja, ich denke mal, in die Richtung wird es gehen. Ich weiß nicht, wer von unten eventuell noch hochkommt, ob da irgendjemand interessant wäre. Schauen wir mal.